Mein Name ist Johannes. Ich bin Tanzleiter vom Volkstanzkreis Zürich. Der Volkstanzkreis Zürich, das ist der Verein, der da innerhalb von Zürich Tanz 2014 und mit der Roten Fabrik zusammen tut das Volkstanzfest organisieren. Wir sind ein Verein, der seit 1938 eigentlich für das Volkstanzleben in der Stadt Zürich zuständig ist. Und wir sind auch ein bisschen bekannt dafür, dass wir immer ein bisschen verrückte Ideen haben und die dann auch versuchen, mit dem optimalen Partner umzusetzen. Optimale Partner, das heisst jetzt für das Fest natürlich die Rote Fabrik und Zürich Tanz 2014. Wir haben 4 Musikformationen aus 4 verschiedenen Landesregionen engagiert, zum Tanz aufspielen. Hinter uns spielen jetzt gerade Gustis. Gustis Originalurchige Sennen- und Berglerkapelle. Weiter ist die Oberbasel-Bieter Ländlerkapelle, das Quartett Laseier und Trachtenmusik von Küsnacht am Rigi da. Trachtengruppe Küsnacht am Rigi wird auch heute Abend am 10 Uhr hier in der Roten Fabrik eine Show machen. Sie zeigen, was alles so ein bisschen zum Schweizer Volkstanz aus der Region Zentralschweiz dazugehört. Nebenzu machen wir immer in einzelnen Teilen, die Programmpunkte gehen immer eine Stunde, Kurs, wo man kann Grundschritt vom Schweizer Volkstanz lernen. Wir haben einen Programmpunkt, der extra da ist, um Familie und Kind zu tanzen. Dann haben wir internationalen Volkstanz und dann natürlich auch Programmblöcke, wo genau die Leute angesprochen sind, die eigentlich aus der Volkstanzszene kommen. Die, die Jahr und Tag jede Woche in einer Volkstanzgruppe üben und dann dahin kommen, die bestbekanntesten Volkstanz da miteinander zu tanzen. Ich habe in der Geschichte der Roten Fabrik gelesen, dass das Haus ja hätte mal abgerissen werden sollen. Die Stadt hat es gekauft, um die Zehntstrasse zu verbreitern. Dann hat es eine Initiative gegeben, dass das Haus müsse stehen bleiben für die Kultur. Und ich musste ein bisschen schmunzeln im Zusammenhang von der Geschichte vom Volkstanz und von der Trachtenbewegung in der Schweiz und der Geschichte von der Roten Fabrik. Und zwar in der Person von Sigi Wittmer, weil der Stadtpräsident Sigi Wittmer seinerzeit lang hintertrieben hat eigentlich, dass da ein Kulturzentrum kann entstehen, weil er gesagt hat, eben eine Art Rockmusik, das ist keine Kultur und für das braucht es auch kein Kulturzentrum. Und wenn er wahrscheinlich jetzt wüsste, dass da in der Roten Fabrik selbst das Volkstanzfest wird stattfinden, immerhin ist er ja OK-Präsident vom Eidgenössischen Trachtenfest 1974 in Zürich gewesen, dann nachher würde er wahrscheinlich nicht schlecht staunen. Das Volkstanzfest in der Roten Fabrik findet zum ersten Mal statt und wir sind gespannt, wie es rauskommt.